Ja, was wollen wir heute so alles erledigen? Werden wir heute den Raum der Wünsche betreten? Und was wird uns heute erwarten? Das seht ihr heute hier in Hogwarts Legacy. Ja, Freunde, und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier auf meinem Kanal. Ja, folgendes, meine lieben Freunde, wir haben heute sehr, sehr viel eigentlich zu erledigen. Und zwar haben wir zwei Dinge zu erledigen, also in der Hauptstory zusätzlich. Haben wir Professor Sharps Aufgaben und natürlich immer noch die daedalischen Schlüssel. Ja, Freunde, dann denke ich mal, wir sollten vielleicht mit Professor Sharps Aufgabe weitermachen. Das ist ganz, ganz schnell erledigt. Und ja, machen wir das mal. So, dann gehen wir hier gerade gleich direkt zur Karte und ja. Gehen wir hier hin. Reisen wir mal jetzt hin. Wir haben so richtig viele, viele Quests, die wir jetzt mal einfach mal abarbeiten Einen sollten. gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Jetzt schauen wir mal ganz kurz auch, wie viel Geld haben wir eigentlich? Das ist jetzt hier auch. Huch. Huch, haben wir da einiges zu. Ja, wir haben dein. Oh, Scheiße. Wir bräuchten. Ja, gut, das wäre was. Da haben wir auch was. Ja, mal schauen, was wir da verkaufen können, ne? In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Wie Kaufen. kann ich heute behilflich sein? Naja, wie teuer sind jetzt die Tränke? Wir brauchen Maxima. Ein Eduros. Oh Gott. Da kommt mir gerade Ich hoffe, etwas. wir sehen uns wieder. Bis bald. Da kommt mir gerade etwas in den Sinn. Hier unten gibt es eine Truhe. Ah, geil. Ist richtig geil, dass wir hier. So. Ah, Hallihallöchen. So, das sollte reichen. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. So. Wie kann ich heute behilflich sein? Aber wir können da trotzdem noch die Sachen, die wir nicht brauchen, Sehr schön gut. Es schadet nie, meine Vorräte offen zu verkaufen. pflegen. So. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Nee, wieso habe ich jetzt Wie kann ich heute zurückgedrückt? behilflich sein? Ja, indem du mir einen Maxima-Trank Eine gibst. weise Entscheidung. Vielen Dank. Ein Eduros-Trank. Ist es ein Fokustrank, den ich noch benötige? Ja, oder? Ja. Öl, Trollpopel, bah. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Na, Maxima und ja, genau. Hier speichern wir jetzt gleich mal kurz. Ich will gerade etwas testen, speichern. Und zwar, ob ich die jetzt auch einfach mal so verwenden kann. So.
Fokustrank. So. Sehr schön, das klappt schon mal. Das finde ich noch irgendwie cool, ne? Also diese Zaubereffekte. So, und jetzt wird der Maxima-Trank und der Eldurus-Trank gleichzeitig getestet. Ah, sehr schön, wir müssen keinen Kampf suchen. So, wir werden noch kurz zum Friseur gehen. Ich will noch ein paar Verbesserungen. Hallo. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Also diese Frau ist irgendwie... Naja, ich weiß auch nicht. Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes. Aber Gifte werden sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Schau mal, schau. Denn ich will etwas machen. Ich will meine Haare ein bisschen aufhellen. Jawohl, das. Bei der Narbe will ich auch etwas anderes machen. Das hier ist nicht so auffällig, aber Augenfarbe. Ja. Und das nur für 20 Galeonen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. So, ja. Naja, wenn wir schon da sind, ne? Ja, jetzt können wir eigentlich... Jetzt gehen wir zurück ins Schloss Hogwarts. Karte. Und... Da es sozusagen keine Zeit zu verlieren gibt, weil wir ja wirklich sehr, sehr viel zu erledigen haben. Na. Fliegen wir jetzt mal nicht hin. Wenn Professor Sharp so einschüchternd ist. Das war eine ganz kurze Stunde. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Die sind fertig. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Oh nee, jetzt habe ich den... Schluck auf, wieso nur? Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie durch die Flucht.
gemacht. Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Na, auf jeden Fall. Und nicht nur die legale, sondern auch die illegale. Und unser kleines Ding da klatschen wir jetzt auch rein. Naja, wenn wir es schaffen. Das war es. So. Beim zweiten Versuch, ja, auch nicht schlecht. So. Ah, Mann. Warum habe ich jetzt einen Schluck auf? So. Was? Es reicht. Guten Tag, ich benötige Unterstützung bei einer Lieferung und dachte, Sie wären vielleicht interessiert. Bitte besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Perry Pippin. Okay, aber nicht heute. Wie gesagt, wir haben da so vieles, was wir da machen müssen. Als nächstes machen wir das hier. Das sind zum Glück so klug. Oh, Freunde, es tut mir wirklich übelst leid, ne? Ah, die daedalischen Schlüssel. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Oh ja, das ist einer der mächtigsten Zaubersprüche. Und das machen wir natürlich hoffentlich auch noch heute. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Oh ja, hier. Oh Mann, Schluck auf ist so peinlich in einem Stream. Und in einem Let's Play. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Wie frech ich bin, einfach mal wegzulaufen, wenn er redet. Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Ominous.
Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig. Aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das ist lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Na, dann mach mal. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Und los geht's. Confringo. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren. Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind Confringo. Gut gemacht. Oh, so? Geil. Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Revelio. Na, dann wollen wir aber hier noch die Kiste holen. Ah, oh Mann, ey, das ist nervig. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Ja, ich würde mich freuen. Wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Oh Mann. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast. Über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Es tut mir wirklich leid, Freunde, wegen meines Schluckaufs. Das ist echt nervig. Ich weiß.
Ich weiß. Oh Gott. So. Na, wer bist denn du? Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Ach, entspann dich. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schön, danke. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Ach, braucht er die wirklich nicht? Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Oh. So, es ist... Oh! Es ist abends, ne? Wir gehen mal an einem Ort hin. Oh Mann. Ach ja, hier gibt es ja auch noch die. Haben wir hier eigentlich schon den daedalischen Schlund? Wie gesagt, Freunde, es tut mir so leid. Man, das kommt einfach manchmal und das ist wirklich zum. Ja. Ja, den haben wir schon geholt, den Schlüssel. Okay, dann weiß ich gerade... Oh Mann. Dann weiß ich noch zufällig, wo ich einen Schlüssel finden könnte. Ich weiß aber nicht, ob ich den Weg gleich so finde. Naja, die Schlüssel, wie gesagt, die will ich auf jeden Fall alle holen. Ah, doch, das haben wir auch schon. Den haben wir auch schon mitgenommen. Naja, mal. Ich überlege gerade was. Da oben gibt es noch eine Truhe, soweit ich weiß. Die holen wir uns ganz kurz. Ah, die Flohflamme. Seit du mir das Mosa-Tentakula-Blatt gebracht hast, nennt mich niemand mehr Dankov Knuddelmuff. Ich glaube, ich bin wirklich. Ah, du bist eine feige Sau, Dankov Knuddelmuff. So, mal schauen. Ich glaube. Oh, Freunde, wie gesagt, sorry. Ich sage ja immer, Reisen erweitern den Horizont. Ja, dann diesen Schlüssel könnten wir noch nicht haben. Wie gesagt, Freunde, manchmal muss man auch einfach ganz kurz erkunden. Doch, den haben wir auch schon. Welchen Schlüssel haben wir denn noch nicht? Diese Schlüsseljagd ist einfach
Naja. Das haben wir auch. Ach, die graue Dame. Das ist was ihre Mutter. Rowena. So, schauen wir noch, ob ich diesen Schlüssel auch schon geholt haben. Oh ja, welchen Schlüssel haben wir uns denn noch nicht geholt, Freunde? Naja, schauen wir mal, was wir noch so für Aufgaben eigentlich haben. Professor Char, Unsichtbarkeitstrank und ein Donnergebräu. Wir können ja noch nicht wirklich Sachen brauen, daher ach, den Schlüssel haben wir auch schon, oder wie? Ja. Ich höre was. Nee, das ist der Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Aber ich habe doch vorhin gerade etwas gehört. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ah, wartet. Aber da bin ich noch nicht gewesen. Na, da müssen wir wohl Licht haben. Und es werde Licht. Ah, okay. Was haben wir eigentlich dafür sonst noch so für Aufgaben? Die Flugprüfung, eine anspruchsvolle Lieferung. Akkuduell werden wir nicht machen, zurzeit jedenfalls noch nicht. Nicht, weil mich die Aufgabe ziemlich ankotzt. Nein, ich musste meinen anderen Account löschen, weil es irgendwie wohl ein Problem mit dieser Quest gibt und das will ich nicht riskieren. Die drei da löschen Schlüssel, aber Freunde, irgend... Oh, Kätzchen. Naja, irgendetwas wollten wir.
Wartet mal. Ich glaube, ich weiß, wo der, wo ein weiterer ist. Dazu muss ich nur herausfinden, wo... Oh, sorry. Wo ich zu Professor... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So, wir müssen nämlich zu Professor Pips, oder wie die, nee, Binz, ja genau, Professor Binz heißt er. Wir müssen zu Professor Binz Klassenzimmer kommen. Ich glaube, den Schlüssel hier oben haben wir. Oh, Mann. Ja, den haben wir. Aber hier unten gibt es noch einen. Das ist eine ganz gute... Was haben wir für Zeit? Ja, das können wir noch machen. Dann machen wir noch die letzte Hauptquest. Für heute jedenfalls. So. Genau. Hier. Ah. Rebellion. Den haben wir uns auch schon geholt. Ja, Freunde, dann machen wir doch das ganz, ganz kurz. Und zwar, ach Mann, wenn wir jetzt den Raum der Wünsche noch betreten. Hoffen wir es mal. So, kartenmäßig. Ja, ist es hier? Reisen wir mal dahin. Bei der Minikarte werde ich dann noch irgendwann mal... Ach Mann. Mal das Dings ausstellen, diese gelben Punkte. Denn dann nimmt nämlich das hier völlig der, das nimmt nämlich dem hier völlig der Sinn. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor.
Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Ah, auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Ah. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Oh ja, so, dann mal los. Zack, zack. Hey, voilà, so. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Das war das Falsche. So. Ausgezogen. Und tschüss. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ist das? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich glaube, ihr habt das jetzt selbst schon gelesen. Schauen Sie sich ein bisschen um, bis wir die finden. Ja, Professor. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Ja. Und tschüss. Ich finde den Zauber richtig interessant. So, da können wir rauf. Da haben wir sogar einen nicht identifizierbaren Gegenstand. Sehr schön. Und weg damit. Das ist stabiler, als es aussieht. Tja, mein Lieber. Was ist denn das? Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad, freches Ding. Ja, dann hast du wohl gestunken wie dieser. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Was war das? War das ein goldener Schnatz? Kann man das auch so? Verstand nutzen und es herausfinden. Schiebe ich das Ding? Stimmt, ja, ich schiebe es. So, dann wollen wir mal ein bisschen. So. Komm, will ich jetzt darüber?
hier. Nö, ich komm so nicht drüber. Naja. Oh! Das wird wohl für mich ein Rätsel bleiben, wie ich da drüber komme. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Wie der Achtlos einfach mal alles rauswirft. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, wow. Der Raum der Wünsche hat Ihnen ein Schreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Ja, wir haben ja da etwas rausgekriegt. Einen Schal. Den sehen wir uns auch gleich an. Hier. So. Ja, jetzt plötzlich habe ich Sachen zu verkaufen zu Genüge. Nee, halt, stopp. So. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Wir werden der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Na, dann zeigen Sie es uns mal, Professor Weasley. Et voilà. Sehr gut.
wenn sie komplexere Objekte beschwören, benötigen sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Mhm. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Mhm. Ja, dann wollen wir doch mal was beschwören. Und zwar ist erstmal den Pflanztisch. Den hier. Und als nächstes den hier. Besser farblich nicht der, den ich brauchte, aber Slytherin und Totenschädel passt doch irgendwie, oder? Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Ja, ich hätte gerne noch einiges von Ihnen gelernt, Frau Professor. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Habe. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Tja, wir haben Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Ja, hatte ich, aber ich habe jetzt hier noch zu tun. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Okay. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie auf den Unterricht zu mir. Wir kommen ja überhaupt nicht so richtig mit. Was haben wir denn da? So, ich weiß, das ist irgendwie, naja. Farblich sind sie nicht das, was ich will. So, wir haben hier noch etwas. Och, pflanzen wir doch hier einen Weihnachtsbaum hin.
Aber bitte in Slytherin-Grün. Auch wenn Weihnachten eigentlich schon längst gar nicht mehr. Ja. Wanddekorationen, okay. Wir haben eine leere Wand. Hier werden wir ein paar Sachen aufstellen. Oder aufhängen, beziehungsweise. Ach du Heiliges. Was? Ach, das Quidditch-Ding können wir hier hinpacken. So. Den ovalen Spiegel packen wir hier hin. Bilder. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Dick, ich habe noch nicht einmal einen gebraut. Da packen wir einfach mal so ein Bild hin. Oh Mann, ich habe doch überhaupt nicht viel. Was ist denn das? Ja. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Da werden wir natürlich alles in Slytherin-Manier einrichten. Richten Sie den etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Warum zum Teufel? So, da werden wir mal die Farbe ändern. Und zwar von Rot auf Grün. Den Stil verändern. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Jetzt die Größe. Interessant. Größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ja, da habe ich schon meine Vorlieben. Und zwar das hier. Und hier. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Na, dann zeig Professor mal. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Ein dunkle, mysteriöse Räume. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald.
umgeben von Schatten. Oh, hervorragend. Tja, als Slytherin weiß ich nun mal, was gut aussieht. Gefällt mir. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Ja. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Ja, danke vielmal, Professor Weasley. Und mit dieser Aufgabe werden wir... Ja, noch keins. Wir werden das nächste Mal nochmal ganz kurz hier drin dann verweilen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ja, wir werden auf jeden Fall morgen... mal Professor Fig sprechen von unserer letzten Entdeckung, wenn ihr euch noch erinnern könnt, und zwar an den Kartenraum. Sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja, Freunde, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch einen Like da und ja, kommentiert doch, was haltet ihr von dieser Möglichkeit hier. Den Raum der Wünsche benutzen zu können. Ja, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn es heißt, ja, wieder herumzuzaubern. Und wie gesagt, das ist wieder eine Vorproduktion. Schreibt also auch in die Kommentare, wenn euch in diesem Part etwas aufgefallen ist, was ihr gerne mehr sehen würdet oder lieber weniger sehen würdet. Einfach alles unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns morgen. Euer Swiss Nerdkultur und ciao.